ist da Geld drin? Nun, eine ganze Menge nichts. Woher hast du den Klunker? Ich brauche das. Niemals! Komm zurück! Wow! Oh, das gibt einen blauen Fleck. Blöder Müll. Wir stellen ein. Ich könnte einen Job gebrauchen. So gut wie erledigt. Nanny zum Dienst. Hier bin ich. Prima, hier geht's lang. Hey, willst du spielen? Mein kleiner Schatz. Hier sind alle Regeln. Es ist wichtig, dass du alle befolgst, okay? Mama mit ihren Regeln. Das werden wir ja sehen. Wenn du dir Seite 8 hier ansiehst. Lippenstift. Dann nach 14 Uhr gibt es nur noch Obst und Gemüse. Ich liebe diese Farbe. Halte dich genau an Regel Nummer 27. Und alles wird gut. Ich bin frei. Bis später. So verklemmt. Ich liebe Lippenstift. Nein, das ist nichts für dich. Dummes Kind. Aber es bringt mich auf eine tolle Idee. Bist du bereit? Kinder mögen Limo, oder? Jedenfalls mehr als Lippenstift. Und jetzt warten wir. Schön gekühlt, hoffe ich. Sieht so aus. Wow, für mich? Cool, schwarzer Lippenstift. Geschmackstest. Nicht schlecht. Das wird schon, Junge. Schatz, dem Himmel sei Dank. Schau mal, wie süß. Hä? Er hat meine Haare. Hauptsache, er wacht nicht auf. Ich hoffe, er hat schöne Albträume. Gut gemacht. Okay, hier. Gib mir das. Das habe ich verdient. Hier, gib nicht alles auf einmal aus. Das hat sich gut angefühlt. Ein neuer Tag, ein neuer Job. Ein neues hässliches Outfit. Hallo, bekommst du das hin? Ich kann's versuchen. Alles, damit das Weinen aufhört. Halt still. Ah! Es gibt keine Nervenenden in den Haaren. Siehst du? Genau wie beim Fleischschneiden. Fühlt sich fantastisch an. So. Warum sehe ich immer noch hässlich aus? Sie muss sich entspannen. Eine kleine Haarmaske kann nicht schaden. Fühlt sich das gut an? Vertrau mir einfach. Es wird Zeit, die Haare etwas zu beleben. Wunderschön. Ah, bist du wahnsinnig? Um genau zu sein, ja. Zeit zum Waschen. Extra Seife für dich. Viel Spaß. Ist das der Schleudergang? Hilfe! Oh. Meine Haare! Es fühlt sich so anders an. Nur noch ein paar Minuten. Habe ich jemand nach Zöpfen gefragt? Nein, aber genau das bekommst du jetzt. Wunderschön. Oh. Wenigstens ist jetzt ruhig. Hier. War mir ein Vergnügen, Geschäfte zu machen. Hier, Händchen. Meins. Was zum Teufel habe ich da an? Okay, Zeit zum Aufwachen. Da ist sie. Ich bin also wegen eines Zahns hier. Hier ist er. Jemand putzt nicht genug. Hallo? Das Geld? Lass mich mal sehen. Ich habe keins mehr. Was? Ich hasse dich, Zahnfee. Bitte hör auf zu weinen. Es reicht. Mach, dass es aufhört. Ich sagte Stopp, genug. Das sollte dich zum Schweigen bringen. Du hast noch eine Menge Zähne zu verlieren. Bitte sehr. Ich kümmere mich nur um diesen einen. Lass mich mal sehen, was ich tun kann. Beeil dich, ich bin müde. Schau, es sollte genau reinpassen. Siehst du? Lächle. Jetzt gib her. Okay. Hier, bitte sehr. Danke für dein Geschäft, Junge. Es ist echt. Packe es ein, Händchen. Endlich. Gib her. Hey, komm her, du blöde Münze. Diese Messer könnten schärfer sein. Das sieht alles so gut aus. Hallo, Chefkoch? Bitte. Okay, dann. Möge das Schneiden beginnen. Wer ist der Glückliche heute Abend? Du willst nicht rauskommen, oder? Mal sehen. Ja? Ich bin in Eile, okay? Nun, wenn du es so sagst. Nun, entschuldige mal. Schöne Flossen hast du da. Ah!
Nein, hör auf zu schreien! Hilfe! So nervig. Nein, bitte nicht mehr schreien. Ha? Das hat ja gut geklappt. Oh ja, Gott sei Dank. Puh. An diese Messer kann ich mich gewöhnen. So saubere Schnitte. Okay. Puh. Lachs-Sashimi gefällig? Sieht lecker aus. Köstlich, hm? Da stimmt doch was nicht. Was? Das hast du nicht verdient, aber hier. Danke. Sieht doch ganz gut aus. Jemand zu Hause? Wow! Was geht? Du siehst heute Abend hübsch aus. Hör doch auf, bitte. Ach ja, bis dann. Nein, er hat meine Tasche geklaut. Officer, hierher. Oh, Händchen. Du weißt, was zu tun ist. Zielen und Schuss. Ich hab ihn. Du denkst, du bist so geschickt. Das werden wir gleich sehen. Wow, das war unglaublich. Meine Tasche. Vielen Dank. Das hast du dir verdient. Mach's gut. Perfekt. Gute Arbeit, Händchen. Wow. Das mit dem Arbeiten klappt echt gut. Was? Gib mir mein Geld. Dieses Geld? Such dir einen Job wie alle von uns. Hä? Einen Job? Na gut. Warte. Bezahle. Entspann dich. Hier. Das ist ganz schön viel Grün. Mehr, als ich je gesehen habe. Okay, tschüss. Du schon wieder. Toll. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Woher hast du das alles? Hey, such dir einen Job, okay? Viel Spaß. Wie auch immer. Oh. Endlich etwas Ruhe. Dein Nachtisch ist fertig, junge Dame. Hier, bitte sehr. Halten wir deinen Mund schön sauber. Wir haben einen neuen Kunden. Dafür brauche ich meine Nanny-Tasche. Mal sehen, ob auch alles drin ist. Perfekt. Also, wen soll ich mitnehmen? Mich. Yay. Dunkelste Nanny, bereit. Du kommst genau rechtzeitig. Bye, Honey. Ich gehe dann. Viel Glück. Was für eine Nanny-Sammlung. Loser. Was haben wir denn hier? Ha? Eine neue Nanny? Ich male nur ein bisschen, ja? Wirklich? Nein, nein, nein. Und hier? Was? Hier! Was ist hier los? Ich weiß, was zu tun ist. Das mache ich am liebsten. Zeit für Rache. Das werde ich deinen Eltern sagen. Oh nein! Autsch! Hab doch nicht so eine Angst, Schätzchen. Freunde? Das ist ein Spielzeug! Ich liebe bunte Pickel! Wow! Wow! So cool! Was du nicht sagst. Was denn jetzt schon wieder? Nanny, ich hab Hunger. Mach mir Essen. Ich bin am Verhungern. Wie du willst. Also, was soll ich kochen? Oh, das Hexenkochbuch. Zerquetschte Pfannkuchen? Ich schau mir mal das Rezept an. Ich glaube, wir haben dafür alle Zutaten da. Ist es schon fertig? Kinder. Ist es schon fertig? Hey, Nanny, ist es fertig? Leckeres Essen braucht Zeit. Perfekt. Dann braten wir es. Oh, sieht so echt aus.
Da fehlt doch noch was. Würmer. Wunderbar. Und meine Art von Kirsche obendrauf. Oh. Wunderschön. Ich bin satt. Hm? Sein Ernst? Ich spiele lieber. Wow. 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 So cool. Ich kann das mit allem machen. Was ist das? Kocht sie das für mich? Ekelhaft. Das wird ihm bestimmt schmecken. Okay, versuchen wir es mal. Das wird ekelhaft aussehen. Wo willst du hin? Ich hab einen Plan. Mein neues Spielzeug. Nicht nochmal behandelst du meine Hand so. Niemals wieder. Ich bin so müde. Hallo. Warte mal, was ich machen werde. Wow. Das wird sie hassen. Wow. Sind das Würmer? Was ist hier los? Du. Fang mich doch. Hinter dem Sofa. Gutes Versteck. Zeit zum Spielen. Wer bin ich? Was? Warum versteckst du dich vor mir? Wo ist sie? Ich hasse Rennen. Wo ist er? Okay. Das war knapp. Hau ab! So einfach. Hey! Ich hab dich. Und jetzt komm her. Jetzt bin ich dran, mich zu verstecken. Okay. Eins, zwei, drei. Alles klar. Ich sehe was. Los geht's. Ich frage mich, wo sie ist. Mami, Hilfe! Mami, Hilfe! Du hast verloren. Zeit zu schlafen. Decken wir dich zu. Es war einmal ein gruseliges Ungeheuer, das unter dem Bett wohnte. Mein Monster kann bei dir schlafen. Was haben wir hier? Zeit zum Spielen! Was ist das? Autsch!
Wirklich? Warte doch, bis du dran bist. Das ist unfair. Oh ja! Hey, wer ist er? Meine Lieblingsserie. Viel besser. Das macht mich hungrig. Dunkles Popcorn. Ich liebe es. Ich mag das nicht. Ich halte das nicht mehr aus. Hey. Ich schalke ab. Was machst du denn da? Schon müde? Okay. Das tut weh. Jetzt bin ich dran. Ich liebe sie. Das ist Ariana Hande. Gefällt mir. Oh, ich habe eine spektakuläre Idee. Regen? Dieses Kind. Es reicht. Was? Ich will das, das und das. Okay. Ich habe das Getränk vergessen. Ich komme nicht dran. Na toll. Hand, reich ich rüber. Okay. Ich hab's. Ich kann diesen Drink etwas aufpeppen. Zwillinge. Und ein paar Zöpfe. Wunderbar. Jetzt kann ich das auch tragen. Wow, so viele Süßigkeiten. Wow, was ist das? Das ist für dich. Wow. Schau dir das an. Nanny, ich bekomme die Flasche nicht auf. Oh, hier bitte sehr. Ich muss Pipi. Ich muss wirklich dringend. Schnell. So gut. Was? Monster. Wie lustig. Das ist nicht lustig. Hör auf zu weinen. Ich hab was für dich. Was denn? Schau dir das an. Ich bin nicht immer gemein, weißt du? Das wird dir sehr gefallen. Ich hab's auf TikTok gesehen. Die Ehre gebührt dir zu spülen. Und fertig. Wow, unglaublich. Danke, Nanny. Schau dir das an. So viel Licht. Mein Lieblingstanz. Wusch. Rowdy, Pauli, Rowdy, Pauli, Wusch. Und mein Moonwalk. Juhu. Das muss ich mir da anschauen.
Wie findest du es? Katastrophal. Schau zu und lerne. Wow. 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 Und da bin ich. Willkommen, Lola. Danke. Was du bist? Was ist das? Wie mein Augapfel. Händchen, wo bist du? Ich bin hier. Guter Junge. Lola, Liebes, nachsitzen. Zum Glück habe ich keine Angst vorm Dunkeln. Willkommen. Deine Bestrafung für deinen Streich ist ein Makeover zum Softgirl. Niemals. Das meinst du doch nicht ernst. Fass mich nicht an. Nein, 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 nein. Mal sehen. So kann ich dich nicht ansehen. Okay, besser. Yep, ich brauche wohl meine Box für ungezogene Mädchen. Pures Gold. Zuerst kommt eine Gesichtsmaske. Das ist wie Hexerei. Damit kennst du dich ja aus. Das ist magischer Schlamm. Hexerei? Schlamm? Entspann dich. Dieser Schlamm ist magnetisch. Ist der aus dem stinkenden Sumpf in unserem Garten oder so? Zeit für den Magneten. Autsch! Meine Nase. Aha. Keine Sorge, es tut nicht weh. So befriedigend. Das kitzelt. Das ist die beste Maske auf dem Markt. Siehst du, alle Unreinheiten sind weg. Jetzt machen wir dich sauber. Hey, mein Goth-Make-up. Keine Beschwerden. Das Beste kommt noch. Hier, sie selbst. Was? Oh, es war eine Illusion. Puh. Für mein Meisterwerk brauche ich eine leere Leinwand. Also stecken wir dein Haar zurück. Der Emo-Look ist sowieso out. Zeit, deine Haut weicher zu machen. Das ist ein Albtraum. Tut mir leid. Ups, nochmal. Noch ein bisschen. Bisschen? Muskelzeit. Wie entspannt. Irgendwas fehlt. Etwas Glitzerndes. Ein bisschen Regen schadet nie. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht weißt, was bisschen heißt. Ist das nicht klasse? Ich hol kurz meinen Lippenstift. Du hast deinen eigenen Blutton. Danke für das Helfen, Händchen. Der ist tatsächlich blutrot. Oh, den benutze ich, aber nicht so, wie ihr denkt. Rot oder blau? Welche Farbe magst du lieber? Lola? Reingelegt. Genau das brauchtest du. Tolle Wahl, Lola. Abziehen und... voilà. Oh je. Da ist all das Essen drin, das du gegessen hast. Das nenne ich mal Kusslippen. Jetzt kommen deine Augen dran. Überlass mir das. Ich habe mein eigenes Augen-Make-up. Ich beobachte dich. Auf keinen Fall. Langweiler. Benutzen wir stattdessen die. Zuerst schneiden wir sie durch. Ich wünschte, das wäre permanent. Aber dann würdest du umkippen. Etwas Kleber. Ekelhaft. Hey, ich habe meine Zähne geputzt. Fertig. Fühlt sich komisch an. Sieht auch so aus. Feenstaub? Was war das? Wenigstens passt es. Perfekt. Wie immer. Wow. Ist das eine... Was? Ist das ein neuer Trend oder so? Uff. Auweia. Die entferne ich lieber. Keine Scheren. Vielleicht damit? Zu klein.
das ist perfekt. Nur keine Angst. Ich habe schon größere gesehen. Nicht wirklich. Das ist schon besser. Hey. Oh nein. Autsch. Warum fühlt sich mein Kopf leichter an? Dafür wirst du bezahlen. Verfluch mich nicht. Eine Puppe. Ich bin Lola und dieses Gehirn ist Finn. Dieses Mädchen hat Aggressionsprobleme. Mal sehen, was wir hier noch haben. Hagel ist der beste Helfer. Aber ich passe es etwas an. Mehr, mehr, die ganze Flasche. Ein bisschen Glitzer macht alles besser. Sieht aus wie ein Drachenbau voller Gold. Zeit, alles zu mischen. Wenn es diese Textur hat, ist es bereit. Wow, dieses Mädchen ist ein Monster. Das ist ein endelanges pinkes Haar, genau wie mein Zopf. Oh, das ist der schwerste Job aller Zeiten. Bitte, Hagel, versage nicht. Bestrafung für diese Pinkheit. Das kriege ich hin. Das reicht, Fräulein. Oh, Moment, gute Idee. Oh, das wirst du lieben. Du wolltest Zöpfe? Bitte sehr. Viel zu pink. Wir sind noch nicht fertig. Oh ja. Oh, Finn, du wunderhübscher Mann. Jetzt kommt das Styling. Das. Nein. Wow. Steht ihr nicht? Perfekt. Wer sagte, dass ich ein neues Kleid brauche? Mittwoch tragen wir pink. Lala. Das kann nicht echt sein. Probieren wir was anderes. Nein, nein, nein. Der wird gehen. Nur einige kleine Anpassungen. Diese Hüften lügen nicht, oder? Dieses Kleid wird viel besser sein. Es ist sowieso bequemer und hipper. Ist der für mich? Gib das her. Genau wie ich dachte. Wow. Zeit für Fotos. Ich hasse posieren. Posier. Nochmal. Glücklicher. Letztes Foto. Was? Wirklich? Wie lösche ich das? Technologie. Zeig her. Ich hoffe, ich sehe gut aus. Die passen nicht zum Outfit. Du bedeutest Ärger. Die müssen wir zuerst sauber machen. Wäschst du jemals deine Füße? Nun, dann mach ich das. Und bürsten. Das ist wie eine Fußmassage. Bist du echt am Lachen? Ich hätte spüren können. Sauber. Zeit für neue Schuhe. Pink. Genau so mag ich es. Irgendwas fehlt. Und ich weiß was. Die sollten reichen. Stell die ab. Ich zeig dir eine interessante Methode, Schnürsenkel zu binden. Die ist viel cooler als die normale. Und jetzt Verzierungen. Mädchenhaft und süß. Besser als Louboutins. Wow. Was ist das, Fräulein? Nicht in meiner Schule. Ich zeig dir einen Trick. Ich gehe nie ohne meine Glücksstrumpfhose aus. Strumpfhosen? Voll 90er. Die werden deinen brüllenden Freund verdecken. Noch ein bisschen Style.
die 90er? Strumpfhosen sind immer noch cool. Sie müssen nur aufgepeppt werden. Das ist so langweilig. Ha, das war's noch nicht. Details sind immer wichtig. Wow, und jetzt der letzte Schliff. Etwas Blau für den Farbkontrast. Schmetterlinge sind immer süß. Weil nur Finn etwas Hässliches verwandeln kann. Und zwar in ein... Soft Girl. Wow, ich sprühe nur so vor Ideen. Ich bin so stolz auf mich. Ist ein bisschen kalt. Und ich habe vergessen, mich zu rasieren. Zum Glück habe ich ein zweites Paar. Wie ein Regenbogen. Machen wir weiter. Mir wird schlecht. Hallo, Herr Bär. Herr Bär, was machst du? Herr Bär? Herr Bär! Alles okay? Wir müssen ihn retten. Zeit für eine OP. Bereit. Herr Bär, du wirst schon wieder. Schwämmchen. Okay, nächster Schritt. Ich muss die ganze Füllung entfernen. Okay. Anfänger. Ich zeig's dir. Operation ist mein zweiter Vorname. Tolles Exemplar. Das ist der letzte Schritt. Damit bekommt Herr Bär ein zweites Leben. Und ein nützliches. Ein 90er Teddy-Rucksack. Für mich? Super. Plüschig. Genau, was ich brauche. Ugh. Da kommt mein Gruselzeug rein. Ich meine, meine Sachen. Die brauchst du vielleicht nicht. Du bist wie ein langweiliger Boomer. Ich bin hier fertig. Warte kurz. Was noch? Eine letzte Sache. Was denn? Jetzt wirst du die Welt durch meine Augen sehen. Wow! Es ist furchtbar! Was? Das kriege ich hin. Ich wähle euch, Gummibärchen. Das muss klappen. Gummi hilft immer. Mehr Kleber. Halt still. Lecker. Noch einer hier. Geht immer. Clever, hm? Beweisen wir es. Gummi oder Plastik? Ihn reinzulegen ist so einfach. Lola 1, Finn 0. Autsch. Meine Zähne. Vorsicht. Ein paar sind aus Plastik. Jetzt gib die her. Die machen wir durch die Kraft der Bearbeitung fertig. Zugegeben, Gummibären sehen gut aus. Nicht schlecht. Jetzt bist du bereit. Tschüss. Okay, er ist komisch. Eine Soft-Schneeball-Party? Ich passe perfekt rein. Er hat mich gut vorbereitet. Ja! Lass mich mal sehen. Lass uns einen TikTok machen. Oh Mann, seht euch das an. Sie war doch so ein Boss. Aber jetzt... Nimm das. Weg da. Weg. Autsch. Hey, willst du Rache? Spiel ihnen einen Streich. Ich hab alles vorbereitet. Los, Süße. Oh, wow. Ein Streich? Oh, alles klar, Kumpel. Spinnenregen. Gute Idee, Händchen. Ich werde mich nie ändern. Ich wünschte, meine Puppen hätten mehr Emo-Farbe. Oh, Moment mal. Ich mag kein Pink. Oh mein Gott, meine Augen, Hilfe!
Komm zu meiner Party. Bis dann. Ich spüre Fledermäuse in meinem Bauch. Was? Oh, ich habe nicht viel Zeit zum Fertigmachen. Ich muss duschen. 7 Stunden bis zur Party. Sehr gut, das Wasser ist so kalt wie meine Seele. Meine Augen. Es ist eine haarige Angelegenheit. Ich weiß, was ich mache. Nicht gerade angenehm. Oh, weg damit. Heute will ich den Schmerz minimieren. Bin ich deprimiert oder was? Das hier wird reichen. Ich habe Paxlys Haare mit viel weniger rasiert. Gut einreiben. Nun warte ich eine Stunde. Okay, es ist soweit. Meine Beine jucken total. Oh, was für eine Folter. Oh, was mache ich nur? Nur für 10 Minuten? Das muss ich in Ordnung bringen. Ich weiß, wie ich das abdecken kann. Kein Problem. Werde ich jetzt zu mädchenhaft? Oh, hoffentlich nicht. Oh, und fertig. Oh, noch 6 Stunden. Ich muss mich beeilen. Ich muss was nachschauen. Ich habe definitiv die Gene von Gomez. Seht selbst. Kann mir jemand zur Hand gehen dabei? Ja, danke. Und ran an die Arbeit. Wie ein magischer Zauberspruch. Geschmeidig. Aber ich bin scheinbar noch nicht fertig. Cousin Händchen, bist du das? Oh nein! Nicht schon wieder. Okay, was soll ich tun? Du hast eine Beautybox? Ernsthaft? Die Zeiten werden immer verrückter. Ich nehme das hier. Ich werde eine von den Goth-Mädels. Erledigt. Schon viel besser. Noch 4 Stunden. 4 Stunden? Ich muss mich noch schminken. Spitz. Genau wie ich es mag. Lidschatten entfernen? Okay. Seit wann bist du ein Make-up-Guru? Und? Gefällt mir überhaupt nicht. Fang! Heute klappt ja echt gar nichts. Warum? Oh, komm schon! Was schlägst du vor? Ich werd's versuchen. Egal was. Selbst meine schwarze Katze wäre neidisch. Hammer. Miau. Das nenne ich mal perfekte Anwendung. Oh, so nervig. Ich muss den loswerden. Oh. Rutscht ja wie Blut. Schaut mal, was ich da noch rausholen kann. Nice. Morticia hat dafür immer die Haare aus dem Abfluss benutzt. Klatschen und massieren. Und wie sehe ich aus? Steve hat ein neues Foto gepostet. Mit diesen Normalos? Steve mit anderen Mädchen? Was meint ihr? Schwierige Zeiten, außergewöhnliche Maßnahmen. Na gut. Nicht kotzen, komm, du schaffst das. Stell dir vor, das ist ein gruseliges Halloween-Kostüm. Und das Schlimmste kommt erst noch. Glitzer. Meine Familie wird mich bald verstoßen. Ist das genug? Gib das her. Ist das richtig so? Gefällt mir. Das ist ganz schön klebrig. Sesam, öffne dich. Was für ein Chaos. Ich nehme sie besser ab. So ist es besser. Die sind nur etwas trocken. Ich brauche Lippenstift. Das hier ist die einzig akzeptable Farbe. Die macht sich gut an deinem Hals, Steve. Gut. Aber er ist irgendwie ungleichmäßig. Das bekomme ich hin. Mehr ist mehr. Und nochmal. Was habe ich getan? Hilf mir!
Was ist das? Oh, ich hab's. Ich mag's gar nicht, wenn man mir sagt, was zu tun ist, aber okay. Dieser Steve wird dahinschmelzen, wenn er mich sieht. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Hm, geben wir etwas Pink dazu. Ja, ich werde ganz soft. Das ist besser. Aber die brauchen noch etwas Aufmerksamkeit. Was soll ich mit meinen Nägeln machen? Hä? Hä? Versuchen wir es. Hinfort mit der alten Politur. Gib her. Okay, der Moment der Wahrheit. Ich werde diese Demütigung im Namen der Liebe ertragen. Für Hass. Ich tue es für den Hass. Fertig. Gar nicht mal so schlecht. Aber die andere Hand... Oh, das bekomme ich auch noch hin. Ein Kinderspiel. Hä? Echt jetzt? Oh, ich hasse das. Oh, was für eine Sauerei. Okay, ich versuch's einfach nochmal. Oh, es wird immer schlimmer. Oh, ich bin fertig. Oh, noch 2 Stunden. Hilfe. Beeil dich bitte. Hä? Sehr gut gemacht. Aber ich brauche noch was Schwarzes. Oh, die Farbe der süßen, süßen Leere. Sieht irgendwie aus wie schwarzer Pfeffer. Gut, das sollte reichen. Und was fehlt jetzt noch? Wie kannst du es wagen? Niemals. Na gut, ich ergebe mich. Bringen wir das in Ordnung. Fast so heiß wie Jenna Ortega. Hä, was? Ich glaube, wir haben ein kleines Problemchen. Ich verliere fast alle Haare. Her damit. Ich hasse mich dafür. Farben bringen mich gar nicht mehr zum Kotzen. Gar nicht mal so übel. Oh, 1 Stunde. Ich muss los. Suchen wir ein Outfit aus. Etwas Schwarzes, schätze ich. Ich glaube, ich fühle mich damit etwas zu nackt. Nein. Weg damit. Das Kleid meiner Mutter. Viel zu lang. Das ist zu glänzend. Nein, 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 das nicht. Nein. Ich habe gar nichts zum Anziehen. Was? Nein, das kann nicht wahr sein. So ein Röschenkostüm. Meinst du das wirklich ernst? 10 Minuten? Das schaffe ich alles gar nicht mehr. Tschüss, Steve. Ich denke, das wird nichts mit uns. Was? Hä? Was willst du damit sagen? Ha? Das bringt mich auf eine Idee. Ich brauche das und das hier. Und boom. Eine Verbindung aus der Unterwelt. Fehlen nur noch ein paar Anpassungen. Gut, und los geht's. Ist diesen Leuten bewusst, dass ich gleich dance, dance with my hands, hands? Ah, so cool. Wow. Was? Cooles Outfit, Wednesday. Du siehst umwerfend aus. Der zeige ich's. Team Jacob, ich werde es dir zeigen. Was? Das wirst du bereuen. Raus aus meinem Haus. Was ist denn nur hier los? Oh, cooles Outfit. Danke. Was ist mit deinen Zähnen passiert? Ich kann das erklären. Mögest du in Stücken wohnen? Bringen wir es hinter uns, bevor jemand... Oh-oh. Was ist denn hier los? Hier gibt's nichts zu sehen, Herr Polizist. Komm mit mir auf die Wache, junge Dame. Na toll.
Schau in die Kamera. Ach, ich hasse Blitzlicht. Dieser Ort ist zu hell für meine Seele. Nochmal. Hallo. Oh, Händchen. Bereit? Keine Sicht. Was ist hier los? Blöde Kamera. Okay, benutzen wir die hier. Wieder keine Sicht. Die funktioniert auch nicht. Niemals aufgeben. Warum funktioniert das nicht? Nun, ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Halte still, Mademoiselle. Ich kanalisiere die Monet in mir. Magnifique, bitte sehr. Sieht mir überhaupt nicht ähnlich. Das ist mein Vater. Was für eine hässliche Uniform. Ich hasse Orange. Was kann ich für dich tun? Ich brauche mein Kleid. Klar doch. Braver Junge. Werden wir kreativ, ja? So wirst du wieder ganz wie du selbst aussehen. Psst, es ist fertig. Probier es an. Du kennst mich so gut. Gut gemacht, Händchen. Endlich wieder schwarz. Lieblingstiere, schwarzer Gürtel, viel besser. Zeit für ein kleines Nickerchen. Ja. Was ist hier los? Ich wusste gar nicht, dass ich so biegsam bin. Cool. Das Nickerchen ist vorbei. Lecker. Oh, ich habe auch Hunger. Ja, willst du was? Oh, ja, ja, ja. Dummes Mädchen. Ich fühle mich heute sehr großzügig. Oh, danke. Hoppla, war nur ein Scherz. Das wirst du noch bereuen. Oh, hey. Komm her. Was willst du, Fräulein? Ich brauche Piranhas. Was? Pff, das wird nichts. Überzeuge ihn, Händchen. Ich mach's, warte kurz. Gut gemacht, Händchen. Hier, bitte sehr. Danke. Was für ein komisches Mädchen. Der perfekte Teich für meine kleinen Piranhas. Tschüssi. Schritt 1 ist geschafft. Jetzt kommt Schritt 2. Ach, genau das brauche ich. Jeder liebt Kekse mit Schleim. Dieser Keks ist so frisch. Ich werde ihn jetzt essen. Stopp, stopp. Ich liebe Kekse. Lecker. Junge, Junge. Fühlt sich komisch an. Oh, mein Bauch. Warum tut er so weh? Oh, Sie können gerne mein Klo benutzen, Herr Polizist. Gute Idee. Beeilung. Jetzt ist es Zeit für die Rache. Oh, was zum... Ist mein Hintern noch dran? Hey, ist das Popcorn? So ein Loser. Danke, Pipi. Tschüss. Nicht schlecht. Oh. Hey, du. Es ist Essenszeit. Großartig. Iss. Was ist das? Wie geht's? So klumpig und gar nicht appetitlich. Uah, ekelhaft. Vergiss es. Oh ja, mein Lieblingsessen. Oh, ich habe eine Idee. Sorry, kleine Kakerlake. Spielen wir ihm einen Streich. Hey, Herr Polizist. Was? Das ist so lecker. Nein. Du bist der Nächste. Morgen. Guten Morgen. Warum werden wir nicht etwas kreativ hier? Okay. Oh, gute Arbeit, Händchen. Morticia wird es lieben. Starke Muskeln holen mich vielleicht eines Tages hier raus. Oh ja, eins, zwei. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Ich hab gewonnen. Blödes Spiel.
Puh, besser. Hm? Was macht sie da? Ich übe meine Dance Moves. Schön für dich. Mission gescheitert. Ach. Diese Nummer und... Was ist hier los? Ich werde dir helfen. Wo ist der Schlüssel? Der Schlüssel! Oh. Hilf mir! Ah, gefunden. Ah. Was zum... Ah, das sieht komisch aus. Ah? Hm. Diesmal falle ich nicht auf deinen Trick herein. Hm. Erwischt! Sehr lustig. Wirklich? Du hast mich erwischt. Ach, Amateur. Okay, wo ist mein Kaffee? Ich brauche ihn. Ah, ist kalt. Ach, Depp. Ich liebe Strecken. Oh nein, ich muss hier raus. Händchen. Zu deinen Diensten. Ich brauche einen Fluchtplan. Das sollte helfen. Hier. Wofür ist das? Ich brauche einen Schlüssel. Klar. Dein Ernst? Hier. Oh, wie wär's damit? Oh, nein. Oh, vielleicht das hier. Oh. Bam, bam. Na gut, dann mache ich es eben selbst. Ah, geschafft. Das ist der Schlüssel zu meiner Freiheit. Probieren wir es. Das wird ein Kinderspiel. Genau, was ich dachte. Ein Amateur, was? Oh, oh. Was glaubst du, wo du hingehst, hm? Nichts da. Mist. Gib mir den Schlüssel. Na gut. Danke. Zurück in deine Zelle. Okay, entspannen wir uns ein wenig. Mhm. Oh, oh, eine Komikergruppe ist aus dem Gefängnis geflohen? Hm. Aha. Händchen, bring mir den Schlüssel, schnell. Okidoki. Da drüben. Das hier? Okay. Hier, bitte sehr. Schau. Was soll das? Ich brauche den Schlüssel. Oh, stimmt ja. Der Schlüssel. Ja, das ist der Schlüssel. Okay, okay. Der hier? Oh, oh, das hier. Okidoki. Ernsthaft? Hier. Ich brauche den Schlüssel. Oh, 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 ja, den Schlüssel. Schwachkopf. Mir reicht's langsam. Was? Was ist passiert? Oh, die Schlüssel sind in Sicherheit. Boah, zum Glück habe ich sie noch. Ah, wow. Fertig. Ha, warum ist sie so still? Dir werde ich zeigen. Darauf wird sie reinfallen. Mhm. Also gut. Und los. Ha, wo soll ich es hinstellen? Oh, die perfekte Stelle. Was ist das? Ist das eine Art Trick? Wie man aus dem Gefängnis entkommt? Mal sehen, was da drin steht. Ist das ein Scherz? Ein weiterer Schritt in die Freiheit. Ha, hab ich dich. Was zum Teufel ist das? Das ist ja ekelhaft. Warte, was? Hey, was machst du da? Hey! Stopp! Dieser Müll gehört ins Klo. Nein, mein Buch! nein, nein! Verabschiede dich von deinem Buch. Schrauben wir diese Sache eine Stufe höher. Etwas Chemie kann nicht schaden. Bereit für einen Zaubertrank? Nicht mein Lieblingsfarbenmix, aber okay. Als nächstes
brauchen wir Glitzer. Auch nicht mein Lieblingszeug. Ein bisschen mehr, dann gut umrühren. Fertig. Dann wollen wir mal sehen. Ich glaube, es ist fertig. Hey, Herr Polizist. Was? Schau, da ist eine Fledermaus. Wo? Eine Fledermaus? Da ist keiner, du Lügnerin. Entschuldige. Wednesday. Wednesday, ich liebe dich. Igitt. Oh mein Gott. Komm schon. Oh, meine Hose. Gehen wir zu Plan B über. Wenn alles andere versagt, wenden wir uns an die Statik. Hey, was machst du da, Wednesday? Was? Bist du verrückt? Dieses Mal wird der Schlüssel mir gehören. Warum trage ich ein Kleid? Yay! Wow! Ich bin so müde. Ich auch. Lass mich hier raus. Was? Yay! Meine Schicht ist vorbei. Hier sind die Schlüssel. Mach, was du willst. Ist das dein Ernst? Wirklich? Na gut. Los geht's. Zeit für die Schule. Ja, 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 Bumba, ja. Ja, ja, Bumba, ja, ja, ja. Was zum? Enid. I can buy myself flowers. Write my name in the... Piranha! Oh, so viel Drama. Das sind einfach nur süße kleine Piranhas. Und außerdem nur Aufkleber. Ich gehe schlafen. Händchen, komm her. Komm, schlaf mit Nein, mir. Bitte nicht. Braver Junge. Händchen, komm zurück. Braver Junge, schau dir das an. Oh, Händchen, ich hab was für dich. Nein, Händchen, komm her. Händchen, hierher. Ja, ja, ja. Händchen, komm zurück. Er gehört mir. Er gehört mir. Mir? Wow. Ich hasse dich. Ich will dich nicht mehr sehen. Was ist hier los? Meine Haare? Oh nein! Wie bitte? Oh nein, das darf nicht wahr sein! Was ist passiert? Ich sehe aus wie du! Die gehören mir! Fass mich nicht an! Gib mir meinen Körper zurück! Das ist dein Handy! Tausch! Ein soziales Treffen! Der Tanzwettbewerb ist heute! Schauen wir mal meine Nachrichten an! Oh nein, ich habe in einer Stunde ein Date! Hilf mir! Hilf mir! Allerdings nur unter einer Bedingung. Ich habe ein Image aufrechtzuerhalten. Das hier habe ich von meiner Oma.
Die Leute dürfen nicht sehen, dass ich mich so verhalte. Hier ist deine Verkleidung. Oh, da bist du ja. Was für ein cooler Detektiv-Look. Nun, okay, los geht's. Setze dich und entspann dich. Ich werde dir hier durchgeben, was du sagen sollst, okay? Hier. Durch dieses Ding? Okay. Oh, er ist da. Enttäusch mich nicht. Hey, Baby. Die sind für dich. Hm. Ekelhaft. Oh nein, sag, dass du allergisch bist. Ich bin nur allergisch. Ah, kein Problem. Sag ihm, dass du aufs Klo musst. Oh, du bist so nervig. Ich bin so nervig. Nein, ich meine, du bist so gut aussehend. Danke. Niemals. Oh nein, das ist mein Freund. Warte, was? Ich bin sicher nicht dein Freund. Ich meine, ich hätte auch gern einen Freund wie dich. Wednesday, bist du sicher? Nein, ich hasse Jungs. Ihr Mädels verhaltet euch echt seltsam. Der Tanzwettbewerb beginnt in 5 Minuten. Du bist dran. Du musst den Tanzwettbewerb gewinnen. Rihanna ist nichts gegen mich. Ich bin die Tanzkönigin. Oh yeah. Du bist dran. Jetzt ich? Yeah. Yeah. Was so Wednesday? Was zum Teufel? Lass mich durch. Oh, was meinst du? Wow. Oh, hey. Sorry. Widerling. Ich werde es euch zeigen. Passt nur auf, ich werde euch überraschen. It's hard to see your tears in the pouring rain. Oh, du bist ein Star! Yay! Du denkst, du bist besser als ich. Schaut her. Wow! Hört euch diesen Sound an, Leute. Warum tanzt Annette B. Wednesday? Warte, du, sie? Moment mal. Ich bin verwirrt. Mir reicht's. Tschüss, du machst immer alles kaputt. Nun, vergiss es. Hallo, Babys. Wo ist euer großer Bruder? Ah, da bist du ja. Oh, mein Baby. Annette, was macht an Wednesday Spind? Huh? Du hast Spinnen. Sorry, ich bin verwirrt. Aber dein Spind ist da drüben. Oh, die riechen so gut. Ich liebe Blumen. Sie ist ein bisschen seltsam. Hm, geht's dir gut? Die sind für Enid. Fang. Nun, wisst ihr? Huh? Verdächtig. Mhm. Ich will nicht mehr so tun, als wäre ich du. Ziehen wir uns um. Zeit, deine blöden Haare loszuwerden. Huh? Meine blöden Haare? Ich habe viel Zeit dafür gebraucht. Du bist so gemein. Nimm das zurück. Aus dem Weg. Oh, wie unhöflich. Nun. Nein. Nein. Hey, hör auf, meine Sachen wegzuwerfen, Wednesday. Nein. Müll. Nein. Lass meine Sachen in Ruhe. Oh. Danach habe ich gesucht. Oh, lass meine Haare in Frieden. Bringen wir es hinter uns. Und zwar schnell. Je dunkler, desto besser. Jetzt kann das Färben beginnen. Oh, ich sollte auf Start drücken. Oh Mann. Oh. Perfekt. Endlich wieder ich. Oh nein, meine Haare. Viel besser. Oh, du hast meine Haare ruiniert. Oh, das wirst du bereuen. Dieses hässliche Ding muss weg. Oh, so viel leichter. Oh, färben wir sie heller. Oh, da seid ihr ja, ihr hübschen Farben. Wow, tolle Rache. Los geht's. Beginnen wir mit dem Blau. Ich brauche einen tollen Farbmix, der den ganzen Tag erhält.
Natürlich brauche ich auch etwas rosa. Ich kann es kaum erwarten. Ja. Ah. So färbt man Haare richtig. Wendy, schau gut zu. Vorsichtig mit der Folie und falten. Schön. Jetzt heißt es warten. Oh, was meinst du? Du siehst aus wie eine Ofenkartoffel. Oh, Kartoffeln schmecken gut. Ah. Fertig. Sehe ich cooler aus, oder was? Ich bevorzuge die Ofenkartoffel. Oh. Ich muss dieses Rosa loswerden. Essenslieferung. Guten Appetit. Oh, wow. Pancake. Zu süß. Achoo. Na, ja. Make-up? Ja. Schön blass. Verbrannte Pancakes. Genau wie ich sie mag. Smoky Eyes sind genial. Und die andere Seite. Cool. Schwarz wie meine Seele. Ich muss das abwaschen. Oh, ich vermisse mein Gesicht. Oh, ich hab's. Oh, hübsches Gesicht. Ich bekomme dich wieder. Zeit, dein Make-up zu klauen. Farben erwärmen mein Herz. Ups, Entschuldigung. Oh nein, ich bin total blass. Das gehört dir. Mädels, wir kommen zu spät zum Test. Kommt schon, Beeilung. Hey. Huh? Wir sind noch im Pyjama. Stimmt. Achtung, klasse. Huh? Heute schreiben wir einen Test. Was soll dieser Blödsinn? Keine Pyjamas in der Schule. Verstanden? Ja, Herr Jonathan. Wir müssen Kleider finden. Da. Ich bin zu spät zum Test. Oh nein. Los geht's. Hey du, gib das her. Nein, Schnauze. Lass ich dich bitte. Mein Buch. Wie unhöflich. Mama. Oh, das ist echt cool. Müll. Okay, für den heutigen Test müsst ihr was Kreatives machen. Kunst? Oh, was soll ich nur machen? Ich habe nur diese Stifte. Oh, ich helfe dir. Wer hätte gedacht, dass Netzstrumpfhosen so nützlich sind? Hier, verwende das hier. Okay. Cool. Wow, das ist perfekt. Danke. Jetzt habe ich ein Loch. Oh, da kann ich dir helfen. Oh, Zeit für etwas Bastelarbeit. Oh, die werden so cool. Tada, deine Handschuhe. Handschuhe? Okay. Und? Nicht schlecht. Yeah. Hier sind eure Testergebnisse. Oh, wir haben ein 1+. Bennett, warum siehst du so komisch aus? Wir sind keine Freunde mehr. Tschüss. Oh, ich habe meine Freundin verloren. Ach, komm schon. Rennen? Hey, ist schon gut. Psst. Hey, hey. Was mache ich jetzt? Ich versuche einen Zauberspruch. Zutaten, bitte sehr. Ich brauche etwas Flexibilität für den Trank. Perfekt. Als nächstes Insekten. Igitt. Hier. Großartig. Etwas Protein. Wir brauchen mehr. Verwenden wir meinen Vorrat. Es ist für einen guten Zweck. Noch eine Sache. Was? Oh, au! Genau das hat noch gefehlt. So. Jetzt ist es fertig. Ein paar Schlucke. Nun eigentlich nicht schlecht. Merkst du was? Nun, ich glaube schon. Warte einfach. Etwas heiß. Ein bisschen noch. Oh nein, es kommt. Ekelhaft. Ich glaube, es funktioniert nicht. Tut mir leid, Wednesday. Es ist so schwer, du zu sein. Tut mir auch leid, schätze ich. Dein Leben ist echt schwer. Lass uns einfach ins Bett gehen. Oh.
schon wieder. Das hat aber lange gedauert. Ich kann nicht glauben, dass du meine Haare ruiniert hast. Das war notwendig. Oh, Huxley. Wer? Mein Bruder braucht mich und ich brauche einen Job. Ein Job? Hä? Wo willst du denn einen Job finden? Oh mein Gott, was willst du machen? Ist das dein Ernst? Weg da! Autsch! Für Pugsley würde ich alles tun. Interessant. Ich denke, es ist besser als dieser Ort. Was ist chaotischer und aufregender als Lollipop und Schleim? Nichts! Das ist richtig. Das muss himmlisch schmecken. Entschuldige, das kommt mit mir. Was zum Händchen? Wow! Nein! Hab dich! Komm schon! Autsch! Ich glaube, es ist Zeit für eine kleine OP. Ja, Schere. Schnipp, schnapp, los geht's. Interessant. Danke, du hast so ein großes Herz. Endlich haben wir ein Match für dich, Teddy. Ein Herz, das zu deiner Größe passt. Nehmen wir dich zu. Aha, ich mach das schon. Oh, mein Kopf ist schwer. Was ist passiert? Du lebst. Oh, das ist nicht richtig. Sie muss zurück ins Gefängnis. Nur eine kleine Massage. Oh. Du gehst wieder dahin zurück, wo du hingehörst. Hä? Was? Du. Reg dich ab, Nerd. Abregen, sagst hey. Du? Wie? Soll das ein Scherz sein? Wir schaffen das schon, hä? Hey! Oh, hey! Was geht, Süße? Ach, das Übliche. Yeah! Bereit für den Biss? Ja, bitte. Immer lecker. Eine Fledermaus? Oh! Hi, hier ist der Leitfaden. Leitfaden? Ja. Viel Glück. Das brauche ich nicht. Weg damit. Ruhe. Oh. Wozu gehört dieses Kabel? Aha. Sieht nach einem Plan aus. Und du wirst mir helfen, Kumpel. Du hast den Dreh raus. An die Arbeit. Die richtige Stelle finden. Und mit dem Bohren anfangen. Halte deine Hände ruhig. Soll das ein Scherz sein? Okay, gut. Es muss doch noch andere Wege geben. Oh, was ist mit meinem Gesicht passiert? Warum ist es so weiß? Oh. Na gut, vielleicht probiere ich es mal aus. Vielleicht ist das Makeover mein Weg in die Freiheit. Oh, wache, ich will essen. Essen, ich will essen. Was ist das für ein Lärm? Oh. Okay, ich besorge dir Essen. Damit solltest du bis morgen Ruhe geben. Oh, gut. Guten. Okay. Ew. Das ist keine Menschennahrung. Das ist ekelhaft. Ich will richtiges Essen. Oh, wie du willst. Verstanden. Oh, großartig. Ich habe eine bessere Idee. Mal sehen. Aha, genau die richtige Größe. Ich habe mir Reißzähne zugelegt. Es kann losgehen. Hammer Reißzähne. Schön. Was ist das? Das riecht nach Essen. Ja, yeah, Zeit für einen Snack. Das ist meine Chance, Zeit, meine brandneuen Zähne auszuprobieren. In die Stange beißen. Oh, gar nicht schlecht. Ein paar Krümel. Und jetzt Holz. Ein Erfolg. Leise. Du bist kein Vampir. Geh wieder rein. Ich sehe, dass du echt clever bist. Nun. Nichts, was ein Kaugummi nicht lösen könnte. So geht das. Viel Spaß. Oh, werde ich haben. Wer ist jetzt schlauer, hä? Yeah. Autsch. Das nenne ich Spaß. Gehen wir also zum nächsten Schritt über. Was steht als nächstes auf der Liste? Zwei rote Augen. Händchen? Ja. Los. Okay. Fertig, zurück zum Bericht. Yeah. Bitte sehr. Tschüssi. Oh, danke, Bruder. Bringen wir es hinter uns. Gute Arbeit. Diese roten Augen sollten auch in der Dunkelheit stilvoll sein. Echt beeindruckend. Noch nicht schauen.
Hallo, Welt. Ich liebe es. Was nun? Mal sehen. Ah, Kostüm. Was sollte ich tun? Oh, das ist es. Die Farben passen perfekt zusammen. Shazam! Großartig. Oh, Accessoires. Das wird sicherlich meinen Vampirlook vervollständigen. Ja, hier ist ein Bösewicht. Sie wird nichts bemerken. Ich hab's. Oh nein, meine Hose. Jetzt gehörst du mir. Ich könnte einfach... Das ist perfekt. Oh ja. Und nun der letzte Schliff. Ich bin bereit. Das war peinlich. Hey, ich bin ein Vampir. Schau, leg dich nicht mit mir an. Was? Okay, du bist frei. Danke, kein Problem. Tschüssi. Verdächtig. Puh, endlich frei. Und sicher. Ziehen wir das aus. Ich hasse Farben. Ha, weg damit. Halsband, weg. Und diese lästigen Reißzähne. Ah, es ist gut, wieder mein altes Ich zu sein. Du-di-du. Was? Bleib stehen, keine nein. Bewegung. Du gehst zurück ins Gefängnis. Los. Oh nein. Du bist kein Vampir. Du bist ein Trickbetrüger. Rein da. Hey. Komm schon. Du bleibst hier. Für immer. Mir egal. Du hast recht. Mein Kopf ist voller Tricks. Ich? Ein Betrüger? Ich bin ein Hexgenie. Genau, das stimmt. Ich habe nicht umsonst die Einstein-Auszeichnung gewonnen. Und fertig. Aha. Oh, toll. Wir brauchen einen kleinen Köder. Hey, Frau Polizistin. Was? Au, du kleiner Gauner. Ich werde... Zwischen uns gibt's Gitter. Da sind sie. Der Schlüssel zu meiner Freiheit. Komm zu Mama. Au. Autsch. Händchen. Hol sie mir. Aha, schon dabei. Händchen. Böse Kreatur. Jetzt kann dir niemand helfen. Verdammt. Wir müssen Händchen retten. Ich brauche einen Schlüssel. Dein Mittagessen. Eine neue Diät? Prima. Das essen wir später. Ran an die Arbeit. Ich hoffe, das Ergebnis ist nicht enttäuschend. Erwartet keine Ordnung. Ich habe einen kreativen Geist. Da sind sie. Sieht so gut aus, wie ich erwartet hatte. Schön. Jetzt brauche ich etwas Kleber. Ja, natürlich ist besser, denke ich. Und gebe sie auf die Nägel. Einer und alle fünf. Der erste? Nein. Nein. Gescheitert. Ernsthaft? Nun, sie haben nicht funktioniert. Oh, so entspannt. Oh, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Ich beobachte dich. Was? Eine Kamera? Ja, gute Nacht. Nicht mit mir. Ich komme nicht dran. Oh, ich weiß. Ich brauche noch eine Kamera. Stell die Kamera hier auf. Ja. Das erledigt den Rest. Das sollte reichen. Ich brauche das Bild in Papierform. Dieser Mini-Drucker ist die Lösung. Es ist vollbracht. Nun, gute Nacht. Perfekt. Zurück zum Fluchtplan. Du bist ein frecher Affe. War der schon die ganze Zeit da? Nun, das ist die einzige Möglichkeit. Nähen ist nicht meine beste Fähigkeit, aber das ist eher wie Angeln. Fertig. Zielen und schießen. Yeah. Wow, ich bin gut. Vorsichtig ziehen und einhaken. Bitte sei dieses Mal auf meiner Seite. Ich habe den Schlüssel vergessen. Wo ist der Schlüssel? Ist er weg? Wie? Nun, natürlich. Komm schon. Oh nein, der Schlüssel. Oh, du bist so am Ende. Hi. Hältst du mich für dumm? Gib mir den Schlüssel, spiel nicht mit mir.
Das war's dann wohl mit meiner Freiheit. Oder vielleicht habe ich noch eine Chance. Frau Polizistin, Sie werden mir gehören. Mhm. Frau Polizistin! Hm, was willst du? Sag schon. Du hast noch mein Kommando. Oh, ich höre nur auf dein Kommando. Öffne die Tür. Ja, Meister. Braves Mädchen. Hoppla! Du bist eine raffinierte Betrügerin. Schon wieder? Schon wieder und für immer. Ich kann mich nicht von selbst in ein Vampir verwandeln. Händchen? Mach den Mund auf. Ich bin mir nicht sicher, aber wenn du es sagst... Das ist die einzige Lösung. Und mein letzter Ausweg. Aha. Die Dinge, die ich tue, um ein Vampir zu werden. Was auch immer es kostet. Roter Stab ist bereit. Ein wenig umrühren. Ein letzter Schritt. Höchste Stufe. Ich rieche Blut. Oh, lecker. Das ist kein Blut. Bitte, mach mich zu einem Vampir. Okay. Wirklich? Halte still. Au. Oh, wow. Danke. Gern geschehen. Frau Polizistin, sehen Sie da oben? Was nun? Richtig. Okay, eine Sekunde. Du kannst gehen. Wow, danke, aber schau. Was ist mit mir passiert? Sieht aus, als ob du hier reingehörst. Mach es dir bequem. Warum? Warum ich? Sieht aus wie ein ekelhaftes Mini-Ei. Hoppla. Hi. Hi, mein Traumprinz. Oh, was ist das? Oh, eine Wednesday-Party. Yeah. Sieh dich an. Diese Party ist nichts für dich. Gehen wir? Klar. Bis dann. Aber. Keine Sorge. Ich kann dir helfen. Ignoriere meine Stalkerwand. Ja, hier ist es. Du wirst der Star der Party sein. Was? Ha, du wirst zu dieser Party gehen. Und ich werde dich darauf vorbereiten. Erstens, deine Pickel. Was ist mit ihm? Bringen wir das in Ordnung. Darf ich? Ja, das ist schwarze Magie, aber hab keine Angst. Du wirst nicht verflucht werden. Das nenne ich eine Handvoll. Oh, was? Hey! Du bist mein Urukai. war's das schon? Du hast recht. Ich habe einen Pickel übersehen. Ich hätte stillhalten sollen. Du übertreibst es etwas. Vertrau mir, du wirst diese Party in Kürze rocken. Nicht anfassen. Das muss einwirken. Ah, fertig. Schlangen machen das übrigens ganz von selbst. Ich bin ein Slytherin, daher weiß ich das. Genug mit den ganzen Infos. Konzentrier dich. Ach, schon gut, schon gut. Ich will dich doch nur beeindrucken. Jetzt kannst du es dir ansehen. Wow, das ist ja wie Zauberei. Kommen wir nun zu deinen Haaren. Lass mich nur... Autsch! Alles okay? Jetzt brauchen wir das hier. Jetzt ist es leer. Oh, wow, du hast wirklich den Kraken in dir. So viel Tinte. Schön mischen. So. Was kommt als nächstes? Halte still, du bist noch nicht fertig. Wow, cool. Gefällt es dir? Ja. Lass mich dir helfen. Du hast da was zwischen den Zähnen. Fertig. Sie fühlen sich schon sauberer an. Danke. Nun zum nächsten Schritt. Ich sehe hier was ganz Besonderes. Schau dir das an. Ja, jetzt ist es Zeit für die Augen. Sie müssen wie die von einem Zombie aussehen.
Du weißt ja, was man sagt. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, quetsche sie kräftig aus. Wuhu! Bis auf den letzten Tropfen. Weg mit dir. Man kann über diesen Hack sagen, was man will. Aber immerhin ist er 100% natürlich. Probiert das nicht zu Hause aus, wenn ihr empfindliche Augen habt, Kinder. Mit wem redest du? Mit meinem unsichtbaren Freunden. Egal, nun zum anderen Auge. Oh, wow. Oh, danke. Perfekt. Kommen wir zum nächsten Schritt. Ach, geben wir etwas Pulver hinzu. Machen wir ein Makeover oder einen Kuchen? Nicht bewegen. Aha. Zeig mal hier. Schöner Hautton. Aha. Und das Letzte. Die besten Köche probieren das Essen immer erst selbst. Mua, komm her. Vielleicht nein? Nein, nein! Oh. Was? Das ist schon besser. Hier ist auch einer für dich. Danke. Okay, ändern wir dein Outfit. Yay! Ach, schön. Gib mir das. Oh, tut mir leid, das wollte ich nicht. Bringen wir das Hemd zum Kochen. Es muss gut durchgebraten werden. Fertig. Timmy, oh, warum? Für dich. Ziehen wir das an. Und voilà. Danke, Timmy. Jetzt bist du bereit. Wer ist das? Keine Ahnung. Wollt ihr zu meiner Party kommen? oh nein, das ist doch cooler Typ Steve. Fertig. Kommen wir nun zu deinen Haaren. Du hast da was zwischen den Zähnen. Danke. Weißt du was? Nein. Ich bin der coolste Typ der Geschichte. Okay. Hey. Ich wähle dich. Ja. Sie kann mich nicht besiegen. Ich werde gewinnen. Diesmal nicht. Ich habe gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Los, rennen wir. Hey, nicht so schnell, ihr Gauner. Unangemessen. Herr Polizist? Tut mir leid, Mädels. Hey, komm zurück. Lauf. Unerträglich festlich hier. Moment. Eine Puppe für $1 Million? Nun, die Luft ist rein. Also, so eine Gelegenheit muss ergriffen werden. Ich habe noch nie eine Puppe gestohlen. Wow, Mist. Oh nein, blöder Alarm. Wir brauchen eine Ablenkung. Bereit? Ihr seid verhaftet. Was für eine Ungeheuerlichkeit. Wir müssen von hier verschwinden. Oh, schau. Da bietet sich eine Gelegenheit. Nun, überlass das mir. So langsam verstehe ich deinen teuren Preis. Ich hab's. Danke, nicht schlecht. Hey, du. Was zum? Wir haben nicht viel Zeit, Herr Beamter. Erkennen Sie das Outfit nicht wieder? Wie sind Sie da rangekommen? Das tut mir leid. Ich hole Sie raus. Vielen Dank, Officer. Schönen Tag noch. Ihnen auch. Moment mal. Hey, ihr! Bleibt sofort stehen. Ich will euer Gesicht sehen. Nun, ein Schnurrbart, ja? Ihr glaubt, ihr könnt mich reinlegen? Zurück, wo ihr hingehört, ihr Gauda. Ich gehöre hier nicht her. Oh, ein neuer Komplize. Entschuldigung. Wer war das? Was willst du? Bring mir das. Ist das ein Scherz? Hol den Fisch oder es wird dir leid tun. Okay. Braver Junge. Hier ist ein Fisch. Vielen Dank. Der perfekte Teich für meine Babys. Willkommen in eurem neuen Zuhause. Wiedersehen. Ganz schön dreckig da drin.
mit einigen Schätzen. Alle Fische brauchen einen Köder, oder? Dann machen wir mal, dass es ansprechender aussieht. Genial. Lecker. Ein Keks? Ah. Hey, stopp! Im Gefängnis sind keine Kekse erlaubt. Sorry, Officer. Mein Magen! Oh nein! Toilettennotfall! Officer, Sie können gerne unsere Toilette benutzen. Okay. Schnell, schnell. Der Job ist fast erledigt. Hervorragend. Mein Hintern! Oh, Mama! Tödlich. Gut gemacht. Warum hilfst du mir nicht? Ich schätze, du bist beschäftigt. Wir müssen hier verschwinden. Harte Zeiten. Sein großes Geschäft wird noch eine Weile dauern. Beeilung. In Spionagefilmen sieht das immer so einfach aus. Überlass das mir. Das Teil muss mit dem Laser bearbeitet werden. Wow. Nach dir. Sei Mucksmäuschen still. Claro. Sch, folg mir. Wo wollt ihr denn hin? Was für eine Enttäuschung. Versuchen wir was anderes. Belüftungstunnel. Denkst du, was ich denke? Los geht's. Okay, alle Gitter zur Seite. Freiheit, wir kommen. Widerlich. Auch Roboter haben Bedürfnisse. Konzentration. Sackgasse. Hier auch. Ja. Freiheit. Willst du mich veräppeln? Zurück zum Anfang. Ihr Narren. Es gibt keinen anderen Weg. Okay. Hallo, Hübscher. Komm her. Officer. Schauen Sie mir in die Augen. Yeah. Ich komme, Baby. Ich habe eine Überraschung. Hast du es kapiert? Scheinbar, ihr wollt in Freiheit? Haben wir überhaupt eine Wahl? Willkommen beim Gefängniswettbewerb. Der Gewinner wird freigelassen. Und die erste Challenge lautet, wer schreit, verliert. Das sollte einfach gehen. Ich habe vor nichts Angst. Mal sehen, was da drin ist. Oh, soll das unheimlich sein, oder was? Hey, Kumpel. Na, geht's dir gut? Und Megan ist dran. Bringen wir es hinter uns. Je eher, desto besser. Ernsthaft? Schleim? Wie langweilig. Du bist wieder dran. Ich hoffe, das hier ist etwas spannender. Los geht's. Was? Oh nein. Spannend, was? Megan gewinnt die erste Runde. Super. Na toll. Die nächste Challenge, wer sich übergibt, verliert. Versuchen wir es mal. Gas im Anmarsch. Naja, nicht schlecht. Nichts kann mir etwas anhaben. Interessante Mischung. Irgendwie erfrischend. Gib das her. Mist. Hervorragend. Die nächste Challenge. Tanzen. Zeigt, was ihr drauf habt, Mädels. 3, 2, 1, los. Sie kann mich nicht besiegen. Ich werde diesmal gewinnen. Yay. Nein, diesmal nicht. Hab gewonnen. Wir haben einen Gewinner. Also gut, du kannst gehen. Glückwunsch. Danke. Lauf, los geht's. Hey, nicht so schnell, ihr Gauner. Unangemessen. Herr Polizist? Tut mir leid, Mädels.
Nun, hey, komm zurück! Lauf! Beeil dich! Ja, 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 Bumba, ja! Ja, ja, Bumba, ja, ja, ja! Was zum? Enid! I can buy myself flowers! Write my name in the... Piranha! Oh, so viel Drama! Das sind einfach nur süße kleine Piranhas. Und außerdem nur Aufkleber. Ich gehe schlafen. Händchen, komm her. Komm, schlaf mit mir. Nein, bitte nicht. Braver Junge. Händchen, komm zurück. Braver Junge. Schau dir das an. Oh, Händchen. Ich hab was für dich. Nein, Händchen. Komm her. Händchen, hierher. Ja, ja, ja. Händchen, komm zurück. Er gehört mir. Er gehört mir. Mir? Wow. Ich hasse dich. Ich will dich nicht mehr sehen. Was ist hier los? Meine Haare? Oh nein! Wie bitte? Oh nein, das darf nicht wahr sein! Was ist passiert? Ich sehe aus wie du! Die gehören mir! Fass mich nicht an! Gib mir meinen Körper zurück! Oh, das ist dein Handy! Tausch! Ein soziales Treffen! Der Tanzwettbewerb ist heute! Schauen wir mal meine Nachrichten an! Oh nein, ich habe in einer Stunde ein Date. Hilf mir! Allerdings nur unter einer Bedingung. Ich habe ein Image aufrechtzuerhalten. Das hier habe ich von meiner Oma. Die Leute dürfen nicht sehen, dass ich mich so verhalte. Hier ist deine Verkleidung. Da bist du ja. Was für ein cooler Detektiv-Look. Nun, okay, los geht's. Setze dich und entspann dich. Ich werde dir hier durchgeben, was du sagen sollst, okay? Hier. Durch dieses Ding? Okay. Oh, er ist da. Enttäusch mich nicht. Hey, Baby. Die sind für dich. Ekelhaft. Oh nein. Sag, dass du allergisch bist. Ich bin nur allergisch. Kein Problem. Sag ihm, dass du aufs Klo musst. Du bist so nervig. Ich bin so nervig. Nein, ich meine, du bist so gut aussehend. Danke. Niemals. Oh nein, das ist mein Freund. Warte, was? Ich bin sicher nicht dein Freund. Ich meine, ich hätte auch gern einen Freund wie dich. Wednesday, bist du sicher? Nein, ich hasse Jungs. Ihr Mädels verhaltet euch echt seltsam. Der Tanzwettbewerb beginnt in 5 Minuten. Du bist dran. Du musst den Tanzwettbewerb gewinnen. Rihanna ist nichts gegen mich. Ich bin die Tanzkönigin. Oh yeah. Du bist dran. Jetzt ich? Yeah. Warst du so weiter, Wednesday? Zum Teufel. Lass mich durch. Oh, was meinst du? Wow. Hey. Sorry. Widerling. Sorry. Ich werde es euch zeigen. Passt nur auf, ich werde euch überraschen.
It's hard to see your tears in the pouring rain. Oh, oh mein Gott, du bist ein Star! Yay! Wendy! Du denkst, du bist besser als ich. Schaut her. Wow! 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 Yeah! Hört euch diesen Sound an, Leute. Wow! Weiter so! Warum tanzt Annette wie Wednesday? Warte, du sieht aus wie... Moment mal. Ich bin verwirrt. Mir reicht's. Tschüss, du machst immer alles kaputt. Nun, vergiss es. Hallo, Babys. Wo ist euer großer Bruder? Ah, da bist du ja. Oh, mein Baby. Aha, Annette, was machst du an Wednesdays Spind? Huh? Du hast Spinnen. Sorry, ich bin verwirrt. Aber dein Spind ist da drüben. Oh, die riechen so gut. Ich liebe Blumen. Aha. Sie ist ein bisschen seltsam. Hm, geht's dir gut? Die sind für ihn nicht. Fang. Ha? Nun, wisst ihr? Verdächtig. Mhm. Ich will nicht mehr so tun, als wäre ich du. Ziehen wir uns um. Zeit, deine blöden Haare loszuwerden. Huh? Meine blöden Haare? Ich habe viel Zeit dafür gebraucht. Du bist so gemein. Nimm das zurück. Aus dem Weg. Oh, wie unhöflich. Nun. Hm. Nein. Nein. Hey, hör auf, meine Sachen wegzuwerfen, Wednesday. Nein. Müll. Nein. Lass meine Sachen in Ruhe. Oh. Danach habe ich gesucht. Oh, lass meine Haare in Frieden. Bringen wir es hinter uns. Und zwar schnell. Je dunkler, desto besser. Jetzt kann das Färben beginnen. Oh, ich sollte auf Start drücken. Oh Mann. Oh. Perfekt. Endlich wieder ich. Oh nein, meine Haare. Viel besser. Oh, du hast meine Haare ruiniert. Oh, das wirst du bereuen. Dieses hässliche Ding muss weg. Oh, so viel leichter. Oh, färben wir sie heller. Oh, da seid ihr ja, ihr hübschen Farben. Wow, tolle Rache. Los geht's. Beginnen wir mit dem Blau. Ich brauche einen tollen Farbmix, der den ganzen Tag erhält. Natürlich brauche ich auch etwas Rosa. Ich kann es kaum erwarten. Ja. So färbt man Haare richtig. Wendy, schau gut zu. Vorsichtig mit der Folie und falten. Schön. Jetzt heißt es warten. Oh, was meinst du? Du siehst aus wie eine Ofenkartoffel. Oh, Kartoffeln schmecken gut. Ah, fertig. Sehe ich cooler aus, oder was? Ich bevorzuge die Ofenkartoffel. Oh, ich muss dieses Rosa loswerden. Essenslieferung. Guten Appetit. Oh, wow. Pancake. Zu süß. Achoo. Na ja. Make-up? Ja. Schön blass. Hm. Verbrannte Pancakes. Genau wie ich sie mag. Smoky Eyes sind genial. Und die andere Seite. Cool. Schwarz wie meine Seele. Ich muss das abwaschen. Oh, ich vermisse mein Gesicht. Oh, ich hab's. Oh, hübsches Gesicht. Ich bekomme dich wieder. Zeit, dein Make-up zu klauen. Farben erwärmen mein Herz. Ups, Entschuldigung. Oh nein, ich bin total blau. Das gehört dir. Mädels, wir kommen zu spät zum Test. Kommt schon, Beeilung. Hey. Huh? Wir sind noch im Pyjama. Achtung, Klasse. Heute schreiben wir einen Test. Was soll dieser Blödsinn? Keine Pyjamas in der Schule. Verstanden? Ja, Herr Jonathan. Wir müssen Kleider finden. Da. Ich bin zu spät zum Test. Oh nein. Los geht's.
Hey du, gib das her. Nein, Schnauze. Vorsichtig bitte, mein Buch. Oh, Mist. Mama. Oh, das ist echt cool. Müll. Okay, für den heutigen Test müsst ihr was Kreatives machen. Kunst? Oh, was soll ich nur machen? Ich habe nur diese Stifte. Oh, ich helfe dir. Wer hätte gedacht, dass Netzstrumpfhosen so nützlich sind? Hier, verwende das hier. Okay. Cool. Wow, das ist perfekt. Danke. Jetzt habe ich ein Loch. Oh, da kann ich dir helfen. Huh? Oh, Zeit für etwas Bastelarbeit. Oh, die werden so cool. Tada, deine Handschuhe. Handschuhe? Okay. Und? Nicht schlecht. Yeah. Hier sind eure Testergebnisse. Oh, wir haben ein 1+. Bennett, warum siehst du so komisch aus? Wir sind keine Freunde mehr. Tschüss. Oh, ich habe meine Freundin verloren. Ach, komm schon. Rennen? Hey, ist schon gut. Psst. Hey, hey. Was mache ich jetzt? Ich versuche einen Zauberspruch. Zutaten, bitte sehr. Ich brauche etwas Flexibilität für den Trank. Perfekt. Als nächstes Insekten. Igitt. Hier. Großartig. Etwas Protein. Wir brauchen mehr. Verwenden wir meinen Vorrat. Es ist für einen guten Zweck. Noch eine Sache. Was? Oh, au! Genau das hat noch gefehlt. So. Jetzt ist es fertig. Ein paar Schlucke. Oh, oh. Nun eigentlich nicht schlecht. Merkst du was? Nun, ich glaube schon. Warte einfach. Etwas heiß. Ein bisschen noch. Oh, oh nein, es kommt. Ekelhaft. Ich glaube, es funktioniert nicht. Oh, tut mir leid, Wednesday. Es ist so schwer, du zu sein. Tut mir auch leid, schätze ich. Dein Leben ist echt schwer. Lass uns einfach ins Bett gehen. Ich bin wieder ich. Nicht schon wieder. Das hat aber lange gedauert. Ich kann nicht glauben, dass du meine Haare ruiniert hast. Das war notwendig. Huxley. Wer? Mein Bruder braucht mich und ich brauche einen Job. Ein Job? Hä? Wo willst du denn einen Job finden? Oh mein Gott, was willst du machen? Ist das dein Ernst? Weg da! Autsch! Für Pugsley würde ich alles tun. Interessant. Ich denke, es ist besser als dieser Ort.